So, herzlich willkommen. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr alle hier seid in Erlangen. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Event hierher holen konnten. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum 8. Geburtstag des Landesverbands Bayern. Totgesagte leben länger. Ja, mach ruhig. Ihr dürft. Hey, wir haben 8 Jahre überlebt. Zum Dreikönigstreffen der Bayerischen Piraten und zum Neujahrsempfang. Wir haben illustre Gäste da. Wir haben vom Bundesvorstand da den Stefan. Sag mal hallo, komm, wink mal. den Christos und den Bernd und den Marc. Habe ich jetzt irgendjemanden vergessen? Lothar. Ja, Lothar, genau. Ich wusste es. Ich wusste, irgendwie würde ich was übersehen. Ne? Euer Landesvorstand ist fast komplett versammelt. Den kennt ihr ja wohl hoffentlich alle selbst. Ne? Wir haben Gäste aus Niedersachsen da. Winkt mal. Ne? Ja. Und ich freue mich sehr, wirklich sehr, dass so viele heute hierher gekommen sind. Jetzt muss ich das Mikrofon ein bisschen biegen, weil jetzt muss ich lesen. Ich habe, damit ihr mich jetzt nicht zweimal ertragen müsst, das einfach mal so gemacht, dass ich meine kleine Rede am Anfang halte. Dann seid ihr mich auch fast schon wieder los. Wir haben in letzter Zeit ja häufiger mal hören dürfen, dass man die Sorgen der Menschen ernst nehmen müsse. Das ist eines der knusprigsten Allgemeinplätzchen, die je gebacken wurden. Der Satz lässt sich auf alles Mögliche anwenden, auch und gerade auf die Hirngespinste, die von der sogenannten Pegida-Bewegung derzeit wieder mal nachgeplappert werden. Was aber sind denn tatsächlich die Sorgen der Menschen? Was bringt sie dazu, solchen Rattenfängern hinterherzulaufen, die auf ihren braunen Flöten Lieder spielen, die uns so sehr ins Ohr gehen? Seit 10 Jahren gibt es Hartz IV. Seit 10 Jahren sehen sich Menschen in diesem Land einem repressiven Sozialhilfesystem gegenüber, in das niemand geraten möchte. Seit 10 Jahren leben gerade Arbeitnehmer, die in den minder bewerteten, weil nicht besonders gut bezahlten Berufen tätig sind, in Angst davor, arbeitslos zu werden und in diese Mühlen zu geraten. Seit 10 Jahren funktioniert der vorderen Teil des Hartz-IV-Systems fantastisch. Seit 10 Jahren funktioniert der fördern Teil überhaupt nicht. Seit 10 Jahren wird auch darüber berichtet und die Furcht vor diesem Moloch aus schlecht ausgebildeten, völlig überforderten Beratern und schlecht ausgestalteten und völlig an der Realität vorbeigehenden Maßnahmen hat Zeit gehabt, sich einzunisten. Gleichzeitig hört man so einiges über Leute, die vom Staat das Geld ja nur so hinterhergeworfen bekämen. Das stimmt so nicht, ist aber immer gerne mal einen schönen Aufreger wert, vor allen Dingen, wenn er bunt bebildert werden kann. Wen wundert's noch, dass sich Pegida bilden kann? Die deutsche und europäische Asylpolitik ist einfach ein Hohn. Die Gesetzgebung dazu schlägt dem Fass den Boden aus. Frontex, my ass. Es wird wieder eine Mauer um uns herum gebaut. Die Berichte sind recht spärlich, Einzelschicksale interessieren nicht. Nachrichtenwert ist erst gegeben, wenn viele, ja wie viele eigentlich, egal, Hauptsache viele Menschen, ihr Leben lassen beim Versuch, diese Mauer zu überwinden. Wie lange wird es wohl dauern, bis diese Mauern nicht mehr nur dazu dienen, Leute auszusperren, sondern auch dafür sorgen, dass wir, die wir das zum Davonlaufen finden, nicht mehr raus können? Dass diese Möglichkeiten auch bestehen, scheint schon 25 Jahre nach der Wiedervereinigung vollständig in Vergessenheit geraten zu sein. Trotz Fachjournalisten, trotz Presse, trotz Berichterstattung. Wir verstehen schon lange nicht mehr, was unsere Politiker da eigentlich tun. Wir verstehen die Beweggründe nicht,
Wir verstehen nicht, wie die Entscheidungen zustande kommen. Das liegt unter anderem daran, dass Entscheidungsgrundlagen der Öffentlichkeit einfach nicht vorliegen. Ja, zum Teil noch nicht mal den Politikern vorliegen, die die Entscheidungen treffen sollen. CETA, TTIP, TISA, wer weiß schon, was da tatsächlich passiert. Wie frei dieser Freihandel sein soll. Die Verhandlungen finden im Geheimen statt. Noch nicht mal diejenigen, die letztlich unterschreiben sollen, wissen, was da verhandelt wird. Und den Vertragstext lesen werden sie mit Sicherheit auch nicht. Und das, obwohl sie genau dafür das Mandat von uns haben. So sehen wir uns einem schier unüberwindlichen Berg aus Problemen gegenüber, für die diejenigen, die von uns den Auftrag haben, sich damit zu befassen, keine Lösungen haben und noch nicht einmal in Aussicht stellen, wirkliche, der Gesellschaft dienliche Lösungen zu finden. Deswegen müssen wir da selbst dran. Deswegen gibt es die Piraten. Das ist unsere Aufgabe. Seid aktiv. Zeigt, dass die Ideologien, die von Pegida propagiert werden, hier nicht erwünscht sind. Geht auf die Gegendemos. Aber vergesst darüber nicht, dass wir vor allem die Aufgabe haben, dafür zu sorgen, dass diesen Ideologien der Nährboden entzogen wird und Lösungen da sind, wenn sie gebraucht werden. Danke. So, dann hören wir jetzt die Herrin der Ratte, unsere Landesvorsitzende, die Niki. Ich bitte um Applaus. So, ich wollte auch mal bimmeln. So, hallo. So, zunächst mal herzlich willkommen. Habt ihr gut hergefunden? Das sagt man, glaube ich, so zum Warm-up. Wir sind hier auch im Sportlerheim, da sollte man das mit dem Warm-up auch ein bisschen ernst nehmen. Hatte die eigentlich in der Einladung stehen, dass die Leute Sportklamotten mitbringen sollen? Nee, ach, blöd. Ja. Okay, dann machen wir das mit dem Sport mal nur theoretisch. Politisch fit ins neue Jahr. Erste Trainingseinheit Neujahrsempfang. Ich wünsche euch allen ein gutes neues Jahr und ich hoffe, ihr hattet einen guten Start und wir haben in diesem Jahr viel zu tun. Ja, später, also das heißt gleich, können wir noch auf das Jahr 2015 anstoßen. Der ein oder andere ist ja exakt nur deswegen hergekommen. Zweite Trainingseinheit, Piratengeburtstag. Bei der heutigen Veranstaltung handelt es sich auch um eine Geburtstagsfeier. Die Piratenpartei Bayern wird heute 8 Jahre alt. Also, herzlichen Glückwunsch. In Kürze gibt es dann da noch den Geburtstagskuchen. Gerüchte halber ist der eine oder andere ja nur deswegen hergekommen. Dritte Trainingseinheit, Dreikönigstreffen. So, und endlich begrüße ich euch dann auch zum Dreikönigstreffen. Hier wird es jetzt einige politische Reden geben, zum Beispiel jetzt sofort. Es ist hier alles ein bisschen ungünstig, so. 2014 haben wir hinter uns gebracht und danke für die viele Arbeit, die ihr geleistet habt. Danke für die viele Arbeit, die ihr 2015 leisten werdet. Ja, ihr habt mich richtig verstanden, keine Müdigkeit vorschützen, sonst geht's eine Runde um den Platz. Ja, Politik ist Arbeit. Und es gibt mehr als viel zu tun. Die Piraten waren schon mal deutlich erfolgreicher, das muss man leider so sagen. Und da müssen wir wieder hin. Aber diesmal bitte auf stabilen Fundamenten statt auf tönernen Füßen. Manchmal denke ich, dass der Hype das Beste und zugleich das Schlechteste war, was uns passieren konnte. Hypes sind wie Sintfluten. Oben auf der Welle sieht man nicht, was unten alles absäuft und alles, was nicht festgezurrt ist, wird weggespült. Und was unten übrig bleibt, sieht man dann, wenn es vorbei ist. Um bei den biblischen Vergleichen zu bleiben. Die Bewachung der Tore durch die Erzengel Emnet und Forsa, das Hinausstoßen in die kalte Ödnis der politischen Bedeutungslosigkeit und der harten politischen Arbeit schmerzt vor allem gewiss die am meisten, die sich schnelle Erfolge erhofft hatten. Die Politik, das schrieb Max Weber 1919, bedeutet ein starkes, langsames Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Anders gesagt, oh. Heiligsblechle, ja.
Anders gesagt, Politik ist nichts für Däumchendreher, für Schnarchnasen und Fußnägelknabberer. Was wir 2014 leider nicht hinter uns gebracht haben, ist zum Beispiel die anlasslose Massenüberwachung. Sind also die Leute selbst schuld, die das Internet nutzen? Oder inzwischen muss man sagen, sind die Leute selbst schuld, dass sie existieren? Ist alles ungefährlich, wenn man nichts zu verbergen hat? Ist das ganze Thema zu abstrakt, weil es noch keine Auswirkungen auf das persönliche Leben hat, weil niemand nachts deine Tür eintritt und dich abholt, weil du etwas Dummes in einer Mail geschrieben hast? Oder vielleicht doch. Dieser Tage stand in der Presse, dass die altehrwürdige Firma Daimler alle ihre Mitarbeiter alle 3 Monate durchleuchten will. Weltweit. Alle Mitarbeiter. Alle. Und das alle 3 Monate. Fühlt man sich dann noch wirklich wohl bei der ganzen Überwachung? Früher hieß es, das geht keinen was an. Heute heißt es, ich habe doch nichts zu verbergen. Und sobald irgendein Mitarbeiter in irgendwelchen Listen zweifelhafter Personen auftaucht, wird erstmal das Gehalt gestrichen, unter anderem. Und dann ist er plötzlich da, der Zusammenhang zwischen Überwachung und deinem Leben. Ob der Mitarbeiter da zu Recht oder zu Unrecht drin steht, Geheimdienste irren sicher nie. Stellen wir uns das einfach mal theoretisch vor. Sie äußern sich kritisch im Internet sehr kritisch zum Thema Überwachung und landen so auf einer No-Fly-Liste. Also das sind die Listen, wo die Leute draufstehen, die nicht in die USA einreisen dürfen. Vermutlich, ja. So. Das kann sie dann als Daimler-Mitarbeiter in Zukunft womöglich schon um Lohn und Brot bringen. Also sagt der Mitarbeiter in Zukunft lieber nichts. Auf Facebook, in E-Mails, am Telefon. Überwachung wirkt schleichend. Ausgenommen von dieser famosen Regelung ist übrigens das Führungspersonal ab einer bestimmten Hierarchiestufe. Überwachung löst nicht die Probleme, die hinter Terrorismus und Kriminalität stehen. Sicherheit ist kein Selbstzweck und es ist ein Totschlagargument. Dass man all diese Überwachung dringend brauche, diese Videokameras und das Abschnorcheln jeglicher Kommunikation wegen der Terroristen. Ich weiß ja nicht, ob Opfer eines Terroranschlags zu werden zum allgemeinen Lebensrisiko gehört, aber es gibt einfach keine hundertprozentige Sicherheit. Obwohl das Terrorargument immer noch als Türöffner für die Kontrollgelüste jeglicher Art steht. Früher sah Gott alles, heute die NSA. Und was mit denen passiert, die ungehorsam waren, haben wir alle noch im Religionsunterricht gelernt. Sollen wir glauben, dass es nur ein unfassbares Glück gewesen sei, dass wir ohne die allgegenwärtige Überwachung von heute nicht bereits in den 80er Jahren täglich Opfer von mindestens 3 Terroranschlägen wurden? Wollen wir unsere Freiheit ernsthaft preisgeben für eine Illusion von Sicherheit? Es gibt so viele anständige Menschen, die nicht wollen, dass ein anderer ihre E-Mails liest, einfach aus Prinzip. Und das war es dann auch mit dem Enthüllungsjournalismus und der Pressefreiheit, nicht wahr? Ab jetzt nur noch PR. Daimler ist übrigens der gleiche altehrwürdige Konzern, dessen Strafverfahren wegen Bestechung 2010 gegen eine Zahlung von 185 Millionen US-Dollar eingestellt wurde. So kann man Rekursion dann auch erklären. Das Top-Management deckte damals die Schmiergeldzahlungen und das Top-Management heute gilt mal per Default, um in IT-Sprache zu bleiben, als nicht terrorverdächtig. Das muss wohl gerade in Konzernen so sein. Wenn man sich weit genug nach oben geschlafen hat, sprengt man nach der Vorstellung von Regierungen und Chefetagen kaum den Ast weg, auf dem man sitzt. Der Chef von Daimler, ein gewisser Herr Zetsche, ist übrigens auch ein glühender Verehrer des Freihandelsabkommens TTIP, nur falls sich irgendjemand noch wundert. Denken wir mal für einen Moment an die Diktaturen, die dieses Land schon erlebt hat. Glaubt irgendeiner, dass bei den heutigen technischen Möglichkeiten irgendein Verfolgter auch nur den Hauch einer Chance hätte? Sind wir die Kriminellen oder die freidrehenden Geheimdienste? Parlamentarische Kontrolle funktioniert dabei nicht. Denn die Dienste schweigen, manipulieren, vermeiden Antworten, schwärzen Unterlagen oder lügen ihren eigenen Parlament ins Gesicht. Und die Regierung schaut lächelnd zu. Haben Sie mal den NSA-Untersuchungsausschuss des Bundestags verfolgt? Da leiern schlechte Schauspieler auswendig gelernte Texte herunter. Unsere Regierungsvertreter freuen sich, weil eben nichts dabei herauskommt. Man kann sich weiter der Illusion hingeben, es sei alles in bester Ordnung oder zumindest nicht beweisbar. Und die deutsch-amerikanische Freundschaft bis auf diese hässliche Kleinigkeit mit Merkels Handy unbelastet. Oder wissen die etwas, wenn die Mitglieder des NSA-Untersuchungsausschusses mit Strafverfolgung bedroht werden? Das Ganze ist doch eine Farce.
Die Twitter-Fragestunde mit Steinmeier, der zu der Zeit als Iconal dieses Überwachungsprogramm herauskam. Der Typ hat nur weichgespülte Fragen zu windelweichen Laberthemen beantwortet. Bloß keine heißen Eisen anfassen, sonst latscht er am Ende noch in die Scheiße, die er selbst fabriziert hat. Das haben unsere Regierungspolitiker super raus. Im Ausweichen und Hakenschlagen sind die mindestens so fit wie die Geheimdienste. Was kommt 2015? Noch mehr Überwachung mit Sicherheit. Am besten gibt jeder noch freiwillig seine intimsten Daten preis. Tragen Sie auch so ein Fitnessarmband? Die Krankenkassen vergünstigen ja inzwischen die Tarife für diejenigen, die sich so ein Ding umschnallen und ihre Daten freiwillig geben. Bald zahlen Sie mehr, wenn Sie Ihre Daten Ihrer Krankenkasse nicht geben. Verlassen Sie sich drauf. Das gilt in gleicher Weise für die ganzen Daten, die Ihr neues Auto so mitlockt. Die findet Ihr Kfz-Versicherer sehr interessant. Und bei der Erfassung von Daten für die Mau hat das BKA auch schon dringenden Bedarf angemeldet, wegen der Terroristen. Überwachung schleicht nicht mehr, sie fällt inzwischen mit der Tür ins Haus. Wie passt nun das Freihandelsabkommen TTIP ins Bild? Eine Zukunft in der Konzernokratie? Frau Merkel hat jüngst der Netzneutralität das Existenzrecht abgesprochen. Die Netzneutralität ist vielen ein Dorn im Auge, weil es die Big Player am Profitmachen hindert. Netzneutralität. Dieser häufig vernachlässigte Teil der Netzpolitik ist allerdings ein essentieller Teil des Netzes, das Partizipation erst ermöglicht. Aber vielleicht ist die Schaffung postdemokratischer Zustände und die Abschaffung von Partizipationsmöglichkeiten ja das eigentliche Ziel. Jenseits vollmundiger Sonntagsreden vom Dialog mit dem Bürger. TTIP. Parlamente wollen Verträge unterschreiben, von denen sie nicht wissen, was drinsteht. Das sind doch keine AGB, die man wegklickt, ihr Pfeifen. Die Verhandlungen sind geheim, das Vertragswerk ist bis auf einzelne Ausschnitte geheim. Haben Sie mal versucht, die spärlichen veröffentlichten Passagen zu verstehen? Das ist für normale Menschen nicht wirklich möglich. Das ist Juristinnensprache in höchster Verklausulierung. Das ist mit Absicht so geschrieben, dass Werke für möglichst viele Leute möglichst unverständlich zu halten. Und wie kann irgendein gewählter Politiker mit einem letzten glimmenden Rest Verantwortungsgefühl für sein Land und seine Wähler so eine perfide, intransparente Scheiße unterschreiben wollen? Die Strukturen aufbauen und zementieren wird, die jegliche gesellschaftliche Entwicklung unmöglich macht. Wo Parlamente bei jedem Gesetz sich fragen müssen, von welchem Konzern sie dafür wieder vor irgendwelchen Geheimgerichten auf Schadenersatz für entgangenen Gewinn verklagt werden, wenn sie gesellschaftlichen oder technischen Entwicklungen durch neue Gesetze Rechnung tragen wollen. Das nennt sich dann Investorenschutz. Schutz klingt ja gut, klingt warm und sicher. Investorenschutz und Sicherheit durch Überwachung. Schutz und Sicherheit. Das ist an Niederträchtigkeit und Perfidität kaum noch zu überbieten. Demokratie wird abgeschafft. Hallo Konzernokratie. Um das zu verhindern, braucht es die Piratenpartei. Wo wir schon von Niedertracht sprechen. Islambezogene Angstmachartikel in der Presse, Sendezeit für die AfD-Schergen, Pegida und das ganze andere Nazi-Geschwärl, was sich selber als Mitte der Gesellschaft sieht, Verständnis von Seiten des politisch konservativen Establishments, und eine CSU, die auf den Zug aufspringt und Deutschpflicht für Migranten fordert und schnellere Abschiebung. Währenddessen ertrinken tausende Flüchtlinge im Mittelmeer. Die unter anderem vor Waffen fliehen, die Konzerne wie Daimler bauen und mit dem Segen der Regierung verkaufen. Irgendwann muss ich mir einen Lebensberechtigungsschein bei irgendeinem Konzern kaufen. Bitte denkt immer dran, warum wir Piraten sind und warum es uns geben muss. Und warum wir für eine lebenswertere Zukunft kämpfen müssen, als die, die sich hier gerade abzeichnet. Weil wir ohne Überwachung leben wollen, in Freiheit und selbstbestimmt. Und weil wir finden, dass Demokratie zu wichtig ist, um ihre Gestaltung multinationalen Großkonzernen zu überlassen. Weil wir finden, dass Abkommen wie TTIP, CETA, TISA und Co. diese staatliche Souveränität zerstören. Und weil wir glauben, dass Teilhabe allen Menschen möglich sein muss. Weil wir glauben, dass die Herkunft eines Menschen nicht über seine Zukunft bestimmen darf. Und weil wir täglich, wenn wir die Zeitung aufschlagen, uns neue Gründe einfallen, warum es Piraten gibt und vor allem, weil es sie geben muss. Können wir den Staat wieder vergesellschaften? Die Regierung ist ja schon längst privatisiert worden.
Ich habe keine Lust darauf, dass die politische Debatte zu unseren Themen ohne uns Piraten stattfindet. Lasst uns kämpfen. Für Freiheit, für Bürgerrechte, für Transparenz, für Demokratie und für Teilhabe. So, und jetzt geht's dem Kuchen an den Kragen. Nee. Um 14.45 Uhr geht's dem Kuchen an den Kragen, sagt Astrid. Okay. Aber okay, für alle, bei denen die rote Lampe schon wieder angegangen ist, es gibt jetzt was zu trinken. Yeah.
ja schon Sekt bekommen. Der Sekt geht sozusagen aufs Haus, also auf die Partei. Wir dachten, wir können euch einmal im Jahr was spendieren. Also gibt's Sekt und Kuchen. Jetzt blöd für die, die nicht gekommen sind. Okay, und wir warten aber so lange. Ich habe ein Mikro. Nein, wir hätten ein Mikro gegeben. Scheiße. Kann jemand, Ron, nimm doch bitte mal den Ton von Sekos Mikro. Danke. Frau Sen, bitte zum Anstoßen. 28, bitte die 13. So, nachdem die Frau Semm nicht kommen und alle Durst haben. Vor den Kuchen. So, also wir stoßen jetzt auf an. Ihr stoßt bitte mit an, weil sonst gibt es keinen Kuchen. Thank you.
Thank you.
Das ist was ich erwarte.
Thank you.
Thank you.
So, ich bummel nochmal. Ja. Wir konnten es leider nicht verhindern, aber unser Bundesvorsitzender Seko möchte jetzt einige Worte an uns richten. Entschuldigung, das musste sein. Und diesmal bleibt das Mikro sogar an. Ja, liebe Niki. Kleine Spitzen am Rande erhalten die Freundschaft. Freiheit ist keine Randnotiz. Das war
Ich bin zu hören, oder? Ja. Das war eins unserer Wahlplakate 2009. Ich fand, das war ein ziemlich gutes Wahlplakat. Eins, das mit dafür verantwortlich war, dass es Spaß gemacht hat, diesen Wahlkampf 2009 zu machen. Ich habe vor ein paar Monaten mal, ich glaube Facebook, eine kleine Umfrage gestartet, was bedeutet Freiheit? Und habe die Leute aufgefordert, mir ihre Gedanken, ihre Ideen dazu zu nennen. Und da kamen so ein paar Vorschläge, Freiheit ist, tun zu können, was die anderen nicht wollen und so. Also es war durchaus Witziges dabei. Es war aber auch ein Gedanke dabei, der hieß, Freiheit ist, Nein sagen zu können. Und das ist mir in Erinnerung geblieben. Das ist tatsächlich so. Freiheit bedeutet auch, sagen zu können, nein, das will ich nicht. Und wenn man sich heute anschaut, dass wir Versicherungsgesellschaften haben, die ihren Kunden anbieten, einen günstigeren Tarif zu bekommen, wenn sie beispielsweise lückenlos tracken, wie sie mit ihrem Auto fahren, indem sie sich eine Blackbox einbauen lassen, auf eigene Kosten selbstverständlich. Dann haben wir jetzt im Augenblick sogar tatsächlich noch ein bisschen Freiheit. Jetzt können wir noch sagen, nein, ich will das nicht. Aber Niki hat es vorhin schon angedeutet, das ist nur eine Frage der Zeit, bis so viele Leute sich damit angefreundet haben, 3% auf ihre Jahresprämie bei ihrer Versicherung fürs Auto zu bekommen, dass sie sich so eine blöde Blackbox eingebaut haben. Und dann werden die Versicherungen die Geschichte umdrehen. Und dann werden sie sagen, wenn du die Box nicht haben willst, dann kostet das leider extra. Und dann plötzlich ist Freiheit nur noch bezahlbar. Dann haben nur noch die Leute mit Kohle Freiheit. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass der Gute recht hatte. Es war übrigens Patrick Lindert aus Nürnberg, der mir diesen Vorschlag gemacht hat oder dieses Beispiel für Freiheit genannt hat. Nein sagen ist eine der großen Möglichkeiten, Freiheit zu haben. Und im Augenblick haben wir an ganz vielen Stellen noch so ein bisschen die Wahlmöglichkeit. Ich bin vor ein paar Monaten mal auf die Einkaufshistory von Amazon hingewiesen worden. Kennt ihr das? Wenn du in Amazon gehst und guckst, was du da mal gekauft hast. Hey, das geht, glaube ich, 5 Jahre oder so zurück oder noch länger. Ich war überrascht, was für Bücher ich alle gekauft habe. Und ich war einen Moment lang froh, dass diese Einkaufshistory nur ich und nicht meine Mama lesen kann. Ich hoffe, dass es so ist. Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Auch da ist es so, dass diese Datensammelwut, der wir uns gegenüber sehen, dafür sorgt, dass die Freiheit nach und nach stirbt. Natürlich haben wir jetzt noch die Möglichkeit, bei irgendeinem Buchhändler um die Ecke zu kaufen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, denen ist das so umständlich, irgendwo in die Stadt zu fahren, einen Parkplatz zu suchen, in einen Markt zu gehen, die Sachen dort zu kaufen und dann nach Hause zu tragen, wenn es doch auf der Postbote bringen kann. Es gibt noch mehr Beispiele, wo das Thema Daten und Datenschutz so eine ganz heikle und ganz kritische Geschichte ist, wenn es um das Thema Freiheit geht. Wenn man sich beispielsweise anschaut, dass wir, fast jeder von uns hat ein Smartphone. Diese Smartphones speichern lückenlos, wann, wo wir was gemacht haben. Mit Beschleunigungssensor sogar, ob wir langsam gelaufen oder schnell gerannt sind. Das sind Informationen, die unglaublich groß sind. Natürlich haben wir jetzt noch die Freiheit zu sagen, das wollen wir nicht. Aber eines Tages wird es vielleicht so weit sein, dass man sich alleine deswegen verdächtig macht, weil man kein Smartphone dabei hat. Oder noch schlimmer, weil man in seinem eigenen Smartphone die Option zu tracken, wann man wo ist, abgeschaltet hat. Und das ist dann das Ende der Freiheit. Ich glaube, wir haben im Augenblick so ein bisschen das Problem, dass wir uns einer Industrie gegenüber sehen, die die vor einiger Zeit schon erkannt hat, dass Daten sehr, sehr wertvoll sind und diesen Datenschatz, den sie da haben, hemmungslos ausbeuten. Ihr kennt das Stichwort Data Mining.
Data Mining ist nichts anderes als das Graben in eurer Privat- und in eurer Intimsphäre, um daraus Profit zu schlagen. Das ist in meinen Augen so das widerlichste Geschäftsgebaren, das man im Augenblick haben kann. Das Problem ist aber, dass wir nicht nur Konzerne haben, die das tun, und auf der anderen Seite vielleicht einen guten Staat, der uns davor schützt. Das Problem ist, dass wir einen Staat haben, der genau das Gleiche treibt. Wenn wir uns anschauen, wir haben in Bayern die sichersten Straßen der Welt, das sage ich jetzt einfach mal so, als Bayer darf ich das. Und damit das so bleibt, gehen die her und scannen in Bayern an mehreren Stellen an der Autobahn jedes vorbeifahrende Fahrzeug. Da wird jedes Auto, das fährt, kurz fotografiert. Da wird geguckt, ob der seine Kfz-Steuer bezahlt hat. Das wird tatsächlich abgeglichen. Also es geht darum, ob das Auto versichert ist und ob die Steuer bezahlt ist. Die fangen also keine Terroristen, wie sie immer sagen, sondern nur arme Steuersünder. Und die haben da keine Hemmungen, das zu tun. Und ein anderes Beispiel ist, dass wir Geheimdienste haben, die keine Skrupel haben, ganze Länder zu überwachen. Da wird lückenlos aufgezeichnet, was in einem gesamten Land an Kommunikationsdaten anfällt. Und wir haben noch das Glück, dass wir ein relativ gutes Grundgesetz haben und da steht drin, dass in dem drin steht, dass das Post- und Fernmeldegeheimnis unverletzlich ist. Dummerweise wurde irgendwann mal ein Zusatzpassus beschlossen, dass das halt dann nur so ungefähr gilt und dass 20% von den Nachrichtendiensten aber trotzdem überwacht werden dürfen. Ich habe vor kurzem wegen der Diskussion um den NSA-Ausschuss erfahren, diese 20%, die Nachrichtendienste überwachen dürfen, wisst ihr, wie sich die zusammensetzen? Das ist nicht 20% des Traffics. Also nicht jede fünfte Mail, die da durchgeht. Nein, das ist 20% der verfügbaren Leitungskapazität. Das heißt, wenn die Leitung nur zu 20% benutzt ist und das ist ein gängiges Volumen oder eine gängige Nutzungsgröße, dann werden wir zu 100% überwacht. Geile Sache. Und wir haben Regierungen, die uns da nicht davor schützen, sondern im Gegenteil, die völlig egal, welche Farbe sie momentan hat. Wenn wir uns die letzten 15 Jahre anschauen, jede Partei, die, außer den Linken, die haben es bislang noch nicht hingekriegt, aber die arbeiten auch dran, jede Partei, die bislang in der Regierung war, hat, als sie in der Regierung war, dafür gesorgt, dass die Sicherheit- und Überwachungsgesetze weiter verschärft wurden. Das heißt, wir können nicht darauf vertrauen, dass die gewählten Volksvertreter, die eigentlich unsere Interessen schützen sollten, uns vor marodierenden oder aus dem Ruder laufenden Nachrichtendiensten beschützen, sondern wir müssen im Gegenteil davon ausgehen, dass die dahinter stehen und das Ganze noch befeuern. Und ich finde, das ist eine Situation, die leicht beängstigend wird. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, kann man ja nichts machen. Das ist ein Thema, das habe ich in den letzten Wochen unglaublich oft gehört, das ist ein Thema, das kann man in der Öffentlichkeit kaum verkaufen, das kann man kaum darstellen, die Leute erreicht man damit, Datenschutz, das ist so unglaublich abstrakt, ich kann völlig, egal was ich sage, die Leute nicht davon überzeugen, dass es ein wichtiges Thema ist. Und ja, ich gebe zu, das ist ein kleines Problem. Aber ich kann mich daran erinnern, als die Grünen angefangen haben, zu sagen, wenn wir so weitermachen, werden wir in ziemlich kurzer Zeit in einer Welt leben, in der wir nicht mehr leben können. Die Grünen haben damals gesagt, wenn wir so weitermachen, werden alle Wälder sterben. Das war so Anfang der 80er Jahre. Ich war damals so um die 12. Wir sind bei uns in den Wald gegangen, das war alles grün. Ich habe gesagt, die haben keine Ahnung, hier ist alles grün, die erzählen nur Schwachsinn. Und ich weiß, dass damals in dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich sozialisiert wurde, es geheißen hat, von den depperten Spinnen redet in 5 Jahren keiner mehr. Heute haben sie einen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, das ein echtes Chaos ist, aber okay. Die Leute hatten nicht recht. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wie hat sich's verändert? Wie ist es gekippt?
Ich kann mich daran erinnern, dass es gekippt ist, als in der Tagesschau plötzlich Bilder zu sehen waren von ganzen entwaldeten und entlaubten Höhenzügen im Harz, im Erzgebirge, also wo wirklich ganze Höhenzüge, wo nur noch Baumstümpfe standen. Das waren die Bilder, wo die Leute dann plötzlich angefangen haben, oh Scheiße, die haben ja vielleicht doch recht. Bei uns war es damals so, dass fast jede Gemeinde irgendwo im Wald eine wilde Deponie hatte. Da sind Autoreifen reingeworfen, da lagen Autobatterien, da lagen alte Kühlschränke. Und ab und zu ist einer hingegangen und hat so eine wilde Deponie angezündet, damit das Volumen ein bisschen kleiner wird. Das kann sich heute niemand mehr vorstellen, dass man so mit der Umwelt umgeht. Damals war das völlig normal. Das heißt also, es ist sehr wohl möglich, ein abstraktes Thema, aber ein wichtiges Thema, den Leuten nach und nach nahe zu bringen. Das Einzige, was man dazu braucht, sind Bilder. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Das Thema Datenschutz wird für diese Gesellschaft so wichtig sein, wie das Thema Umweltschutz vor 20 oder 25 Jahren war. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, werden wir in einer Gesellschaft leben, in der man nie weiß, welcher Konzern oder welche Behörde was über einen genau weiß. Und man ist deswegen permanent und immer auf der Hut mit dem, was man tut und mit dem, was man sagt. Die Schere im Kopf fängt an, dafür zu sorgen, dass man bestimmte Dinge in einer Mail oder in einem Chat nicht schreibt. Weil man eben nicht weiß, ob das nicht irgendwo mal wieder aufpoppt und man sich dann dafür verantworten muss. Okay, das heißt also, das gravierende Problem ist, dass wir etwas tun müssen, um dafür zu sorgen, dass unsere Themen, dass dieser Themenkomplex in der Öffentlichkeit ankommt. Und es ist jetzt nicht so, dass wir da völlig verzweifelt und aussichtslos kämpfen. Ganz im Gegenteil, als Dobrindt, Maas und, keine Ahnung, wie ist der dritte, die digitale Agenda, bitte? Gabriel, danke, genau. Also, als die drei Clowns die digitale Agenda verkündet haben und gesagt haben, was sie sich alles Tolles überlegt haben, wie die digitale Welt in Zukunft auch in der Politik verankert sein soll, hatten wir kurz danach Anrufe und Nachfragen von Journalisten, was die Piraten dazu sagen. Also es gibt tatsächlich schon noch Journalisten, die sich dafür interessieren, was wir zu dem Thema sagen. Das Einzige, was wir brauchen, ist an der Stelle mehr Plakativität, aber daran arbeiten wir. Das heißt also, es ist nicht völlig aussichtslos, diesen Kampf aufzunehmen, ganz im Gegenteil. Ich habe mir Folgendes überlegt, ich hätte gerne so eine kleine Gruppe, so eine kleine Taskforce, ich hätte gerne 10 Leute, mit denen gemeinsam wir uns überlegen, mit welchen 4 Aktionen wir in den nächsten 12 Monaten es schaffen können, denkt an die entwaldeten Hügelketten im Harz, wie wir es in den nächsten 12 Monaten schaffen werden, dieses Thema plakativ in die Öffentlichkeit zu stellen. Also tatsächlich Bilder zu produzieren, die eben auch ankommen. Das ist der erste Punkt. Das ist das, was ich tun werde. Aber es gibt auch etwas, was ihr tun könnt. Ich habe einen Schwager. Ist ein wirklich netter Kerl. Und mit dem diskutiere ich ab und zu über Politik, wie man das mit Schwagern so tut. Und ich kann mich daran erinnern, als ich die ersten Male mit ihm über das Thema Datenschutz diskutiert habe, hat er genau das gesagt, was die meisten sagen. Ja, das ist so abstrakt, das bringt es den Leuten nie nahe. Und es interessiert auch keinen. Und außerdem finde ich es richtig geil, dass wenn ich mir ein neues iPhone kaufe, brauche ich es nur anschalten, brauche sagen, ich bin's, dann weiß der, was ich vorher in meinem alten iPhone hatte und das ist eine geile Sache. Also mein Schwager war felsenfest davon überzeugt, dass der Komfort jegliche Bedenken schlägt. Gut, jetzt bin ich ein hartnäckiger Mensch und ich habe immer wieder mit ihm diskutiert. Der hat sich zu Weihnachten eine Xbox gekauft und jetzt findet er es unglaublich gruselig, dass die Xbox mit Microsoft in Verbindung tritt, um irgendwelche Daten auszutauschen, von denen er keine Ahnung hat, welche Daten das sind. Was ich damit sagen möchte ist,
Redet mit den Leuten. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, redet wieder. Versucht sie davon zu überzeugen. Wenn heute jemand meinen Schwager danach fragt, ob Datenschutz ein wichtiges Thema ist, dann wird er sagen, es ist ein bisschen schwer darzustellen, aber ja, es wird das entscheidende Thema in den nächsten 20 Jahren für unsere Gesellschaft sein. Und genau das ist das, was jeder von euch auch kann. Redet mit den Leuten, erzählt ihnen, warum es wichtig ist. Erzählt ihnen, was passiert, wenn wir es nicht schaffen, die Kurve zu kriegen. Und dann haben wir eine Chance. Snowden hat in all den Interviews, die er und in all den Aussagen, die er getroffen hat, nach seinen Enthüllungen, einen einzigen Satz gesagt, von dem ich glaube, dass er auf keinen Fall ignoriert werden darf. Snowden hat gesagt, meine größte Angst ist, dass ich mein Leben, meine Zukunft und praktisch alles aufs Spiel gesetzt und aufgegeben habe, um diese Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen und am Ende feststellen muss, es hat sich nichts geändert. Ich bitte euch, lasst uns gemeinsam alle miteinander und jeder für sich dafür kämpfen, dass diese Angst von Edward Snowden nicht wahr wird. Lasst uns dafür kämpfen, dass sich die Welt, in der wir leben, ändert. Danke. Ja, wir sind ja eine basisdemokratische Partei, deswegen lassen wir natürlich auch gerne mal die Basis zu Wort kommen. Wir haben heute einen Basispiraten hier, der auch ein bisschen was, der auch ein bisschen was vorbereitet hat. Begrüßt mit mir ganz herzlich Björn Semrau. Also danke für die Ankündigung. Ich habe mich vorhin schon gefragt, ob ich vielleicht der Einzige bin, der kein Vorstandsamt oder so hat hier. Nun gut, ich begrüße euch erstmal alle ganz herzlich und wünsche ein frohes neues Jahr und einen herzlichen Geburtstag dem Landesverband. Also ich hoffe, das wird jetzt nicht zu sehr Opa erzählt vom Krieg, aber ein bisschen geht es in die Richtung. Ich bin ja schon ein paar Minuten dabei und zwar, ich bin ja auch Gründungsmitglied und habe mir seitdem schon die Partei halt angeguckt und mitgemacht und boah, die letzten Jahre, das war so ein bisschen Licht und Schatten, Freunde. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich mich so hinsetze, also das habe ich jetzt gerade über Weihnachten wieder gemacht, was ist das eigentlich, was wir hier haben? Was ist das für mich? Und ich habe mich hingesetzt und habe immer noch dieselbe Partei gesehen, die ich 2006 mitgegründet habe, die 2009 Zensursalat fertig gemacht hat und die dann diesen Erfolg hatte und so richtig schön in den Keller gerutscht ist. Und ich gucke mir das alles an und ich kann mir das alles irgendwie erklären. Das war alles nicht schön. Also teilweise war es extrem witzig, aber teilweise war es auch extrem verstörend. Aber es ist immer noch im Herzen dieselbe Partei. Wir haben immer noch dieselbe Richtung, wir haben immer noch dieselben Ansätze. Wir sind nur gereift, wie Käse. Ja? Mittlerweile riechen wir vielleicht ein bisschen, aber das machen gute Käse halt, Sorten halt so. Nun gut. Ja, wir haben Probleme, das wissen wir alle. Wir sind weniger Leute mittlerweile, wir sind alle nicht mehr so motiviert, wir haben nicht mehr diese Begeisterung, die wir am Anfang hatten vielleicht, oder zumindest einige nicht. Manche sagen, die Marke ist beschädigt, sehe ich ganz und gar nicht so, die ist super. Und wir haben vielleicht auch ein bisschen Presseaufmerksamkeit verloren, wir werden nicht mehr so genannt, wir haben nicht mehr so diese tollen Prozentzahlen in den Umfragen, oh, 12%, großartig. Aber das hatten wir ganz früher auch nicht. Aber irgendwie haben uns da die Leute mehr zugehört, als wir noch gar keine Prozente hatten. Aber als wir gesagt haben, hier Freunde, Transparenz, und zwar nicht von uns, sondern von euch, also was ihr im Staat macht, wo das Geld hingeht. Da haben die Leute uns zugehört, weil das war neu. Und dann haben einige das übernommen und sagten, ja, Transparenz ist ganz wichtig. Und jetzt, wo wir jetzt von der Bildfläche verschwunden sind, verschwinden auch die Themen auf einmal wieder, weil ja, jetzt ist er anscheinend nicht mehr wichtig. Und das ist falsch. Deswegen sind wir halt immer noch wichtig. Das habe ich auch letztes Jahr schon gesagt. Aber
wir sind als Partei immer noch da. Und ich sehe jetzt in dieser Krise, und das ist wirklich eine Krise, die wir jetzt haben, schrägstrich hatten, das war unsere schwerste, die wir bis jetzt hatten. Manche Leute haben gesagt, das ist wie Pubertät. Aber hier sitzen immer noch ganz viele Menschen, die Pirat sind, die sagen, ich bin Pirat, ich mache für die Piratenpolitik. Und dann sage ich, also trotz dieser Krise, wo uns viele Leute verlassen haben, sitzen hier immer noch Leute und sagen, ich will das. Da sage ich doch, ja großartig, dann machen wir doch. Machen wir doch einfach weiter. Dann schaffen wir das auch wieder, ja, wieder voranzukommen. Und wir haben die Themen. Seko hat ja gerade erzählt, was es alles zu tun gibt, was es geben kann. Es gibt noch viel mehr. Wir haben so viele Themen. Wir haben so viele Themen, wo von Leuten, die zu uns gekommen sind, die wollten etwas vertreten, was sie nicht vertreten sehen. Das sind auf der einen Seite sind es unsere alten Themen, ja, so diese Urheberrechtsreform, Transparenz, Bürgerrechte schützen. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Leute, die zu uns gekommen sind, die sagen, wir wollen aber soziale Themen. Es gibt so viel, dass da falsch läuft. Was mit Hartz IV passiert? Wir wollen ein BGE. Wir wollen das Asylrecht reformieren. Das ist totaler Crap, was da gerade passiert. Es gibt so viele Themen, wo einfach nichts läuft derzeit politisch in Deutschland. Und da können wir wirken. Und wir können auch wirken mit dem, was wir jetzt noch haben, weil wir haben immer noch eine ganze Menge. Wir sind als Kleinpartei, haben wir immer noch die beste Ausgangsposition von allen anderen, weil wir haben noch 4 Parlamente, wir haben immer noch eine gewisse Aufmerksamkeit, vor allem wir haben durch unsere Krise, haben wir letzten Endes auch bundesweit einen Namen. Als wir 2012 angefangen haben mit diesem großen Erfolg, sagten die Leute noch, wer seid ihr denn? Ja, und dann sagten die, wir sind Piraten, sagten die, dummer Name, ändert den mal. Heute sagen wir, wir sind Piraten. Ach, ihr seid das. Mittlerweile muss uns ja dann andere dumme Dinge anhören, wie ihr streitet so viel. Dann sag ich, ja, passiert. Aber ist auch so. Also, wir haben einen richtig schlimmen Machtkampf aushalten müssen. Nichts anderes war es. Ich muss das so deutlich benennen. Wir haben uns nicht um Themen gestritten. Ich glaube, bei den Themen sind wir uns völlig einig. Oder weitgehend einig. Es gibt immer wieder Streitereien, wie stark die gewichtet werden können, was im Vordergrund stehen soll, was uns als Partei ausmachen soll. Aber in Wahrheit haben wir darum gekämpft, wer in der Partei das Sagen hat. Und zwar richtig schmutzig. Aber das kennen wir aus anderen Parteien. Und ich hoffe, dass wir das jetzt hinter uns haben. Und was haben wir nun? Erstmal Ruhe. Das kann nützlich sein. Aber wir haben wenig Geld. Das hat uns nie gejuckt. Wir haben ohne Geld ganz grandiose Sachen hinbekommen. Also, wir müssen einfach da nur wieder kreativer werden. Vielleicht sind wir einfach zu kommen, also haben wir uns in diesen Komfort gewöhnt, eine Menge Geld zu haben, riesige Parteitage zu haben. Wir müssen wieder damit denken, als damit. Ja. Was haben wir noch? Wir haben eine Verwaltung und wir haben eine IT. Die Dinger stehen. Das ist das Herz der Partei. Das Ding hält uns zusammen. Alles, was draus wird, machen wir anderen. Wir machen die Politik und damit müssen wir zurück. Wir müssen aufhören, darüber zu reden, aber der Christopher Lauer hat das und das gesagt oder der Vorstand hat das und das gemacht. Das ist nicht Politik, das ist dummes Geschwätz. Das ist... Ah! Ja. Wir müssen rausgehen und sagen, hört mal Leute, was ihr politisch macht, ist an dem und dem und dem und dem Punkt totaler Unsinn. Wir haben Lösungen dafür. Teilweise müssen wir die Lösungen noch weiterentwickeln, klar. Aber genau das müssen wir jetzt machen. Wir müssen jetzt unsere politischen Lösungen entwickeln, anbieten und offenbaren und sagen, hier, total einfach. Wir haben Ideen und wir haben Lösungen daraus gemacht. Na, ist das nichts? Und dann haben wir noch etwas anderes und das hat fast niemand mehr in der politischen Landschaft. Wir haben die internationale Ausrichtung. Ich muss die ganze Zeit, wenn ich halt in den dunklen Wintertagen vor mich hingebrütet habe, habe ich immer wieder gelesen, wie, es gibt jetzt einen Piratenoberbürgermeister in Marienbad in Tschechien. Wie ist das denn passiert? Oder es gibt in Amerika Piratenkandidaten, die haben 18% eingefahren. Ich denke, ein Zwei-Parteien-System, nicht schlecht. Und das sind so Sachen, die wärmen irgendwie das Herz. Ja? Natürlich, die sind fern, das sind Leute in anderen Ländern, aber das ist so dieses Ding einer internationalen Bewegung. Ich meine, so müssen sich irgendwie die Roten gefühlt haben vor 150 Jahren, als sie noch jung waren. Ja? Als die Internationalen noch gab. Ja? Und als sie noch nicht den Konzernen da standen, so wie heute. Ja, also das ist etwas, das haben die anderen nicht. Also sage ich, ja klar, Krise. Aber jede Krise ist auch eine Chance. Und daran sollten wir anknüpfen. Wir haben
einige Baustellen. Wir müssen lernen. Ich sage, wir hatten eine Pubertät, jetzt kommen wir in einen Reifungsprozess, der uns vielleicht vom Käse zum Bein bringt oder so. Wir sollten einen Zusammenhalt entwickeln. Wir müssen, wenn wir jemals gehört werden wollen, dann müssen wir mit einer Stimme sprechen. Wenn ein Vorstand in einem Land sagt oder im Bund sagt, das ist unsere Meinung, dann ist es irgendwie nach außen total blöd, wenn irgendein Land sagt, nee, unsere nicht. Das kann man ja gerne anders vertreten, aber wir sind ja auch anders. Wir sind in Hessen anders als in Berlin. Wir sind in Bayern anders als in Nordrhein-Westfalen. Ja, das Saarland hält uns eh alle für Spinner. Ja, aber das ist halt so. Die Menschen sind verschieden, die Gegenden sind verschieden und vor allem die Probleme in den Gegenden sind verschieden. Und wir müssen das tolerieren. Trotzdem gehören wir zusammen, weil wir ähnliche Ziele verfolgen. Und wir kriegen unsere jeweiligen separaten Interessen auch nur dann durch, wenn wir zusammenhalten und zusammen mit einer Stimme sprechen. Deswegen, nach diesem Streit, den wir hatten, müssen wir wieder zueinander finden und zusammen agieren und auch unseren Gewählten vertrauen, weil wir wählen sie dafür. Und wenn man ihnen dann nicht vertraut, frage ich mich, warum wählt ihr sie dann? Also, das selbst wenn man sie halt nicht gewählt hat, sollte man ihnen dann hinterher vertrauen. Das hat die Demokratie so an sich. Wir müssen unsere Debattenkultur etwas zusammenschrauben. Etwas, das mehr auf Sachlichkeit setzt. Aber ich glaube, da sage ich auch nichts Neues. Toleranz entwickeln füreinander und für die Interessen füreinander. Ja, ich toleriere es, dass in einigen der östlichen Länder der Antifaschismus viel wichtiger wahrgenommen wird und viel wichtiger auch gelebt wird als in einigen westlichen Ländern. Und ganz ehrlich, es ist auch für uns wichtig. Ist es. Also für mich ist es auch wichtig. Ich werde auch gegen Pegida auf die Straße gehen. Jetzt ist es am 15. Und wenn sie nach Frankfurt kommen, stehe ich da auch auf der Gegendemo. Weil ich das auch so nicht toleriere. Deswegen, wir müssen einander verstehen. Und wir müssen verstehen, wie die anderen denken und fühlen. Und uns nicht darüber lustig machen. Wir müssen unsere Strukturen weiter ausbauen. Wir müssen fester werden als Parteikonstrukt. Das muss funktionieren. Alles derzeit ist noch so ein bisschen ladida. Das hat früher gut funktioniert, aber das ist eine Schwäche, die wir haben. Und natürlich, wie ich schon angemerkt habe, Politik machen. Es ist die Zeit, wo wir über uns geredet haben, muss aufhören. Die Zeit, wo wir über das, was wir tun wollen, darüber müssen wir reden. Die Zeit muss jetzt kommen. Wir haben tolle Themen. Wir wollen Bürgerrechte verteidigen, weil die anderen Parteien das nicht wollen. Ich habe da Sachen gehört, erst heute, ganz aktuell, wo ich dachte, das darf ja nicht wahr sein. Also die FDP hatte heute auch drei Königstreffen. Die hat eine neue Farbe, Magenta. Habe ich mich gefragt, also ihr habt euch jetzt wirklich der Telekom hingegeben? Das ist so die Farbe des Hauptsponsors. Tatsächlich haben sie dazu sogar sinngemäß erklärt, dass sie so eher dieses Image der Mövenpick-Partei auch noch stärken wollen. Das heißt, auch weiterhin wirtschaftsnah bleiben wollen. Gut, damit ist die Nische liberal frei. Und da will ich rein. Also ich hoffe, dass ihr das auch wollt. Und dankenswerterweise hat ja eine Partei, die sich gern liberal aufgestellt hätte, uns Platz gemacht, weil die ist sehr weit nach rechts getreten. Danke AfD. Ob man das bedanken soll, nee. Also auf jeden Fall ist sie da nicht mehr. Also es gibt keine Konkurrenz in der Nische. Und es gibt vor allem keine Konkurrenz für eine soziale, liberale Politik. Es gibt einfach keine soziale, liberale Partei in diesem Land. Furchtbar. Lasst uns das sein. Die Piraten sollen diese Nische besetzen. Dann haben wir eine Chance, in alte Gefilde zurückzukehren, was Prozentzahlen angeht, in deine Aufmerksamkeit zu bekommen und dann unsere Themen auch durchsetzen zu können. Wir werden das schaffen, wenn wir das so machen. Die Grünen, die ehemals alternative Partei Deutschlands, hat vor Weihnachten eine Spende bekommen von 100.000 Euro vom Metallverband, der Rüstungsindustrie nahesteht. Die Grünen haben es dann erstmal hingestellt und dachten, die wussten von nichts. Gut, also die waren unglaublich sauer auf uns, als wir irgendwie hochgekommen sind. Ich glaube, die haben keinen Grund, weil die wollen in Wahrheit die CDU beerben. Also ganz ehrlich, Freunde,
Es gibt auch nicht mal wirklich kleine alternative Parteien mehr in diesem Land. Wir brauchen mehr Abwechslung im Parteiensystem. Ich glaube, auch da haben wir jede Chance. Kommen wir zur konkreten Politik. Ich bin ja jemand, der selbst, ich gelte ja so als Gründungsmitglied, als jemand, der den Kernthemen nahesteht, aber tatsächlich bin ich Außenpolitiker. Ich mache vor allem Außenpolitik in der Partei. Ich bin in einer ganz hervorragenden AG dazu, die von einem ganz hervorragenden Alexander Kohler geführt wird, derzeit als Koordinator. Und und wir versuchen, ein glaubwürdiges, eigenständiges, wirkmächtiges außenpolitisches Profil der Partei zu erschaffen. Wir haben jetzt im Ende Januar, am 24. und 25. Haben wir eine Sicherheitskonferenz in München, zielgenau vor einer anderen Münchner Sicherheitskonferenz. Und wir werden dort über Sicherheit nach Snowden reden. Ein Thema, das sozusagen Außenpolitik mit den ureigensten Themen von uns verbindet. Ich möchte euch alle dazu einladen, dass ihr mitmacht, dass ihr kommt, dass ihr euch daran beteiligt an unserem Diskurs. Wir haben ganz hervorragende Redner da. Es gibt eine Seite dazu im Internet. Das ist www.pirate-security.de. Das. Sekon, Entschuldigung. Pirate-Sekon.de. Und stattfinden wird das in den Ringstudios in München. Und dort können wir Außenpolitik machen. Und zwar piratische Außenpolitik. Und je nach euren eigenen Interessengebieten möchte ich, dass ihr genau dasselbe macht. Macht Politik, schreibt Anträge, bringt euch ein. Fasst Mut, weil ganz ehrlich, dieses Jahr wird ein Aufbruchjahr für die Piraten. Wir haben vieles hinter uns gelassen und wir werden voranschreiten. Das Einzige, was wir jetzt noch haben müssen, sind ein bisschen Cojones und ein bisschen Geduld. Und dann wird das Ganze funktionieren. Zuletzt möchte ich auch dann die Möglichkeit hier nutzen, erstmal jedem zu danken, der in der Partei geblieben ist, der für die Partei arbeitet, in Vorständen sich wirklich ehrenamtlich einbringt, weil das ist ein hartes Brot, vor allem derzeit. Und deswegen möchte ich auch dem Vorstand, dem Bundesvorstand danken, also Sekor und seinen Leuten, dafür, dass sie sich dafür hergeben, dass sie das machen und dass sie uns zusammenhalten derzeit. Dankeschön. Und das war's auch von mir. Dankeschön. So, wir danken dem Gründer für seine motivierenden Worte. Jetzt wird unser politischer Geschäftsführer in Bayern, Dr. Olaf Konstantin Krüger, einige Worte an uns richten. Olaf, bitte. Vielen Dank. Zunächst einmal uns allen herzlichen Glückwunsch zu diesem Gründungstag, dem 8. Ich will aber gleich in medias res gehen. Piraten. Die digitale Revolution beginnt erst. Ich will das kurz erläutern, ein paar Beispiele geben. Ich werde euch dann ein kurzes Resümee geben dessen, was uns passiert ist in den letzten 4 Wochen erst. Und einen kleinen Ausblick geben. Big Data, Cloud Computing, Internet der Dinge, wir haben es gerade schon gehört, ich nehme diese Sachen einfach mal auf. Internet 4.0, die vor uns liegende Dekade wird Umwälzungen bringen, die unsere Welt nachhaltig verändern, die Fragen aufwerfen, für die die Politik Antworten geben muss.
Exemplarisch seien 10 Entwicklungen benannt. Erstens, autonome Elektrofahrzeuge läuten die größte Umgestaltung der jüngsten Verkehrsgeschichte ein. Immer bessere Assistenzsysteme bereiten selbstfahrenden Fahrzeugen den Weg. Informationstechnologie und Individualverkehr verschmelzen. 2025, das ist gerade mal 10 Jahre hin, ist teleoperiertes Fahren Realität. Autonomisierte, vollautomatische und vernetzte Autos verändern den Straßenverkehr. Carsharing-Systeme reduzieren die Zahl der Autos. Zweitens, vernetzte Mobilität bringt neue Daten. Ob Verkehrssituation, wie gerade angesprochen, Serviceangebot, Versicherungen, Telekommunikation oder Dienstleistung jedweder Couleur, neue Daten ermöglichen neue Geschäftsmodelle und bislang wahrscheinlich unbekannte Tarife. Drittens, Smart Homes versprechen neuen Komfort. Vernetzte Eigenheime verknüpfen disparate, aber smarte Geräte miteinander und ermöglichen ihre Fernsteuerung, alles mit einem intelligenten Strommanagement. Viertens, autonome Patienten verändern das Gesundheitswesen. Apps erfassen und kontrollieren Körperwerte. Der autonome Patient diagnostiziert sich selbst und bespricht Therapien, möglicherweise bestenfalls virtuell mit dem Arzt. Gesundheitsförderliches Verhalten belohnt die Krankenkasse mit einem kostengünstigen Sondertarif. Sensorik und Robotik lassen Prothesen zu künstlichen Gliedmaßen werden. Fünftens, das produzierende Gewerbe wird revolutioniert. Ich habe es gerade schon angesprochen, Industrie 4.0, sie bringt die Informatisierung der Fertigungstechnik. Sechstens, 3D-Scanner, und wir haben ja auch einen in Bayern angeschafft, zu Demonstrationszwecken, und 3D-Drucker fördern die Do-it-yourself-Produktion. Das Herstellen individualisierter Produkte, Prototypen, hochspezieller Einsatzteile und Ersatzteile hält mit der Verbreitung von Consumer- und Industriescannern sowie Druckern Eingang in alle möglichen Bereiche. Neue Geschäftsfelder werden erschlossen, neue Dienstleistungen angeboten. Siebtens, Daten sind die Währung des Netzes. Der freizügige Umgang mit den eigenen Daten ermöglicht individualisierte Angebote. Achtens, Big Data Analysen halten Einzug in Forschung, Wirtschaft und Staat. Data Mining, Stefan hat es gerade schon angesprochen, die statistische Auswertung großer Datenmengen ermöglicht neue Einsichten und Erkenntnisse, hilft Wettbewerbsvorteile zu erkennen und Geschäftsfelder zu erschließen. Neuntens von den 10 Punkten, die Konsumwelt. Sie erhält ein Reload. Digitale Einkaufswelten, alles schön bunt, Internet der Dinge, Kryptowährung und Sharing Economy fördern eine neue Konsumkultur. Und zehntens, Technologiewellen verändern die Arbeitswelt. Die Digitalisierung ermöglicht neue Formen der Arbeitsteilung, verändert Wertschöpfungsketten, entgrenzt Arbeitszeit und Arbeitsort, führt zu mehr Zeit- und Ortssouveränität, schafft völlig neue Arbeitsplätze und Berufsbilder. Diese Aufzählung ist durchaus erweiterbar. Etwa über Drohnen könnte ich sprechen oder um unbenannte Schiffe, Wearables, name it. Gleichwohl ist schon bei den aufgezeigten 10 Entwicklungen klar, sie sind ambivalent. Betrachten wir also ihre mögliche Kehrseite. Und jetzt gehe ich die 10 Punkte nochmal kurz durch. Erstens, autonome Elektrofahrzeuge, sie generieren automatisch geldwerte Daten.
Der Schritt vom fahrerlosen Auto hin zum ferngesteuerten Fahrzeug ist klein. Genauso klein ist der Schritt von der statistischen Auswertung des elektronischen Fahrtenschreibers hin zum per Geschäftsbedingung vereinbarten Tarif für das ermittelte Fahrverhalten. Zweitens, vernetzte Mobilität ermöglicht perfekte Bewegungsprofile. Geheim- und Sicherheitsdienste haben genauso wie Privatunternehmen den Wert der Daten erkannt und spähen aus, was Digitaltechnik und Kundschaft hergeben. Drittens, Smartphones und Smart Homes. Smart Homes öffnen Cyberkriminellen neue Türen. Heimautomatisierungslösungen, die Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, intelligente Stromzähler und so weiter über die gängigen Funkstandards vernetzen, lassen sich manipulieren. Viertens, autonome Patienten. Sie können zu gläsernen Patienten werden. Gesellschaftspolitischer Konsens vorausgesetzt, werden Krankenkassen ihre Kunden überwachen und grob gesundheitsschädliches Verhalten mit teuren Risikotarifen sanktionieren. Fünftens, das produzierende Gewerbe bietet Hackern neue Angriffsmöglichkeiten. Die Vernetzung von Maschinen, Wertschöpfungsketten und Produkten eröffnet der digitalen Industrie- und Wirtschaftsspionage neue Handlungsfelder. Und Cyberkriminelle können gegebenenfalls in einem Rutsch komplette Produktionsnetzwerke lahmlegen. Zu den 3D-Scannern und 3D-Druckern. Sie fördern eine neuerliche Debatte um Schutzrechte. Herstellen, anbieten und in Verkehr bringen von Vorlagen eines 3D-Modells, wie auch des 3D-Modells an sich, also dieses fertige Produkt, sie sind rechtlich dem Inhaber der Schutzrechte vorbehalten. Siebtens, Daten brauchen Schutz. Lernende Algorithmen extrahieren aus großen Datenmengen sensible und geldwerte Informationen. Methoden wie das Scoring, auch Stefan hat es wieder angesprochen, verlangen nach informationeller Selbstbestimmung. Bei Big Data Analysen sieht es ähnlich diffizil aus. Sie können Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen verletzen. Der für eine präzise Auswertung möglichst umfassende Zugriff auf große Datenmengen erfordert eine Legitimation und Kontrolle der Zugriffsberechtigten. Außerdem kann die Nutzung zum Konflikt mit dem Persönlichkeitsrecht von Betroffenen führen. Neuntens, die Konsumwelt hat Hintertüren. Im Internet der Dinge können Objekte untereinander mittels RFID-Technik Informationen austauschen und damit die virtuelle mit der realen Welt verbinden. Einmal implementiert, lassen sich diese Funktionalitäten erweitern. Was die Logistik befördert, irritiert beim Produktabsatz. Werden die Identifikationsnummern der RFID-Chips mit personenbezogenen Informationen, zum Beispiel Kreditkarteninformationen des Kunden, verknüpft, lassen sich durch Privatunternehmen Kundenprofile erstellen. Und zuletzt zum zehnten Punkt. Technologiewellen sind auch Jobkiller. Das müssen wir den Leuten sagen. Die Digitalisierung erfasst nicht nur einen bestimmten Industriezweig, wie das früher bei den anderen Revolutionen war. Sie betrifft jetzt alle Arbeits- und Lebensbereiche und verändert sie teils fundamental. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen, zwischen Erreichbarkeits- und Verfügbarkeitserwartung verschwimmen, zwischen Selbstbestimmung und Selbstausbeutung, sie verschwimmen. Viele neu entstandene Arbeitsplätze, die sind prekär. Und die Konkurrenz um sie zunehmend global.
Die hier benannten 10 Entwicklungen können also zu teils dramatischen Verwerfungen führen. Und glaubt man den Auguren, stehen wir vor politisch heiklen Zeiten. Die digitale Revolution verlangt nach Detailwissen, ohne Zweifel, aber auch nach couragierten Antworten und nach einer breit angelegten Digitalpolitik. Digitalpolitik ist eine umfassende Querschnittsaufnahme, das sehen wir schon an diesen Beispielen, die über Netzpolitik an sich hinaus reicht. In der Digitalpolitik den Kurs zu kennen und ihn zu halten, dazu bedarf es nicht nur eines Kompass, es bedarf grundlegender Navigationskenntnisse und eines einzigen Ruders. Die digitale Agenda der Bundesregierung identifiziert wenigstens Handlungsspielräume, Handlungsfelder in Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. Für Allgemeinplätze, also über Allgemeinplätze hinaus, enthält sie kaum Handlungsvorschläge dafür, dass, das wissen Sie, die Digitalisierung weit fortgeschritten sei. Dass für Digitalpolitik nun gleich 3 Bundesministerien federführend zuständig sind, sieht mir eher nach Zielkonflikt aus, denn nach Fokussierung. In Würdigung aller Handlungen also kommt Sascha Lobo durchaus so Mitte Dezember 14 zum Schluss, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel aus Mangel an Vision digitalpolitisch versagt habe. Schon Ende Oktober 2014 hatte Lobo Merkels Digitalpolitik wertelos genannt. Und damit komme ich zu den Beispielen. Befassen wir uns nun vor diesem Hintergrund dieser digitalen Revolution mit der aktuellen Digitalpolitik, so vollziehen sich die genannten 10 Entwicklungen überwiegend in kleinen, teils sogar zusammenhanglosen Schritten. Schauen wir also, ob wir mit diesem unserem Wissen etwas zu den letzten 4 Wochen sagen können. Hierfür reicht es aus, 16 Meldungen mal herauszupicken. Ich fange mit dem 10. Dezember an. 10. Dezember 2014. Ein Kurzgutachten im Auftrag der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen kommt zum Schluss, dass das ausverhandelte CETA eine Reform des Urheberrechts für die digitale Gesellschaft nahezu verhindert. In beträchtlichem Umfang befänden sich in CETA wörtliche Übereinstimmungen aus dem gescheiterten ACTA, während gegenüber ACTA Bestimmungen zur strafrechtlichen Durchsetzung und zur Providerhaftung entschärft worden seien, zementiere CETA geltende technische Schutzmaßnahmen. Tatsächlich gilt die Urheberrechtsreform als eine der wichtigsten, wenn auch arbeitsintensivsten Aufgaben der EU-Kommission. Vom zuständigen EU-Kommissar für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, Günther Oettinger, fordert zuletzt die European Copyright Society am 19. Dezember einen einheitlichen Copyright-Titel vorzuschlagen. Ihre Argumentation ist ganz simpel. Die fehlende Harmonisierung des Urheberrechts behindere das Entstehen eines digitalen Binnenmarktes. Die Vereinheitlichung durch eine Verordnung aus Brüssel sei der einzige Weg zu einem funktionierenden Markt für urheberrechtlich geschützte Werke und Dienste. Die Piratenpartei wiederum steht für eine innovationsfreundliche Urheberrechtsnovellierung, die in der digitalen Gesellschaft einen breiten Zugang zu Wissen und Kultur ermöglicht. Geht es um die europäische Vereinheitlichung, verstehen wir Piraten darunter sowohl die Rechte der Verwerter als auch die der Nutzer. Das Team PolGF Bund und der Themenbeauftragte für Urheberrecht haben sich in ihrer Mumble-Sitzung am 30. Dezember
mit der Urheberrechtsproblematik beschäftigt und bekräftigt, sie für die Piraten in 2015 erneut aufzugreifen und verstärkt zu thematisieren. Dieser kleine Ausblick schon mal auf 2015. Ich werde hin und wieder noch etwas dazu sagen. Ich komme aber zur zweiten Meldung am 11. Dezember. Der Europäische Gerichtshof entscheidet, dass auch Privatpersonen den EU-Datenschutz beachten müssen, wenn sie aus Furcht vor Kriminellen ihr Haus mit einer Kamera überwachen. Zitat: Nach der Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten ist die Verarbeitung solcher Daten grundsätzlich nur erlaubt, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung gegeben hat. Zitat Ende. Eine Videoüberwachung, bei der personenbezogene Daten aufgezeichnet und gespeichert werden, ist eine automatisierte Verarbeitung dieser Daten. Erstreckt sie sich auf den öffentlichen Raum und damit auf einen Bereich außerhalb der Privatsphäre desjenigen, der die Daten verarbeitet, kann sie nicht als ausschließlich persönliche oder familiäre Tätigkeit angesehen werden. Das wird uns begleiten über das Jahr hinaus. Tatsächlich haben deutsche Datenschutzbeauftragte nämlich bereits im Februar 2014 eine, Zitat, Orientierungshilfe, Videoüberwachung durch nicht öffentliche Stellen publiziert. Jeder müsste es eigentlich wissen. Die Piratenpartei lehnt auch vorher schon grundsätzlich die Videoüberwachung öffentlicher Räume ab. Widerspricht sie doch allen Prinzipien einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft. Die bayerischen Piraten werden 2015 die zunehmende Videoüberwachung öffentlicher Räume durch Privatunternehmen thematisieren. Wir werden anfangen mit Rosenheim. Dort hat es Überhand genommen. Ich komme zur nächsten Meldung, 11.12. Dezember 2014. Hörer und Hörer, für den Verdacht, dass der US-amerikanische Geheimdienst NSA bei seinen globalen Überwachungsaktivitäten auch das Mobiltelefon von Bundeskanzlerin Angela Merkel abgehört habe, gibt es laut Generalbundesanwalt Harald Range keine ausreichenden Beweise. Das vom Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlichte Dokument sei nicht authentisch. Das Magazin widerspricht Range und bekräftigt, die zugrunde liegende Information entstamme einer NSA-Datenbank. Tatsächlich hat Range schon im Fall der Massenausspähung keine ausreichenden Beweggründe für eine Einleitung eines Ermittlungsverfahrens erblickt. Zumindest der Menschenrechtskommissar des Europarats sieht in seinem Bericht Mitte Dezember 2014 bei der Massenüberwachung rechtliche Grenzen überschritten. Die Piratenpartei zeigte zuletzt am 1. November 2014 auf der Demonstration Glücklich ohne Überwachung in Frankfurt. Danke an die Frankfurter an dieser Stelle. Die Piraten zeigten jedenfalls, dass sie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verpflichtet sind und den wie auch immer kamuflierten Weg in den Überwachungsstaat nicht mitgehen werden. Die bayerischen Piraten werden auch 2015 Bündnisse wie Stop Watching Us unterstützen. Die nächste Meldung vom 16. Dezember. Die ICAN teilt mit, dass zentrale Server der Internetverwaltung erfolgreich mittels Spearphishing angegriffen worden sind. Die Organisation, die unter anderem für die Aufsicht über die Root-Zone des DNS zuständig ist, erklärt, dass die Angreifer unter anderem erstens Administratorzugang zu einem zentralen System mit DNS-Zonendaten hatten, zweitens auf Daten von Account-Inhabern zugriffen, die neuen Top-Level-Domains organisieren, und drittens in die Content-Management-Systeme mehrerer Blogs eindrangen. Während VeriSign
als technischer Betreiber der Ruhezone schon von einem substanziellen Risiko für milliardenschwere E-Commerce-Geschäfte spricht, versichert Icon, von dem Phishing-Angriff sei keine Gefahr für die Sicherheit der Ruhezone ausgegangen. Tatsächlich sind solche mit großem Aufwand durchgeführten Cyberangriffe auf Grundstrukturen des Internets von zunehmender Bedeutung. Das weiß auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. In seinem Mitte Dezember vorgestellten Bericht warnt das BSI vor diesen Advanced Persistent Threats, also den fortgesetzten andauernden Bedrohungen. Zugleich nimmt es Bürger, Forschungseinrichtungen, staatliche Stellen, Unternehmen und Betreiber kritischer Infrastrukturen in die Verantwortung. Denn viele Angriffe verliefen erfolgreich, weil die Angreifer nicht nur über die geeigneten Angriffswerkzeuge verfügten und ihre Angriffsmethoden verbessert hätten, sondern weil die digitale Sorglosigkeit der IT-Anwender Cyberangriffe begünstige. Die Piratenpartei sieht beim Kampf gegen Cybercrime die staatlichen Behörden in der Pflicht. Die bayerischen Piraten werden 2015 prüfen, welche strategischen Partner für sie mittelfristig sinnvoll sind. Nächste Meldung kommt aus dem Bundeskabinett am 17. Dezember. Wenn es euch noch nicht reicht. Das Bundeskabinett verabschiedet den Gesetzentwurf zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme. Kern des Entwurfs für ein IT-Sicherheitsgesetz sind Mindeststandards, die von der Wirtschaft und Betreibern kritischer Infrastrukturen eingehalten werden müssen. Hinzu kommt eine Meldepflicht für schwerwiegende Cyberangriffe, Klauseln im Referentenentwurf, die eine Möglichkeit zur verdachtslosen Aufzeichnung des Surfverhaltens ermöglicht hätten, sind gestrichen. Tatsächlich reagiert die IT-Wirtschaft grundsätzlich positiv auf den Gesetzentwurf. Kritik kommt lediglich von der Gewerkschaft der Polizei, von den Bündnisgrünen und der Partei Die Linke. Der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, BITKOM, rechnet für die Wirtschaft mit Investitionen zum Einhalten höherer Sicherheitsstandards in dreistelliger Millionenhöhe und jährlichen Ausgaben von bis zu 1 Milliarde Euro. Das ist kein Pappenstiel. Cyberangriffe sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Bitte versteht mich richtig. Das Lahmlegen der kritischen Infrastrukturen Lettlands in 2007 und des Atomprogramms im Iran in 2010 sind nur zwei von vielen Beispielen, wie wirkungsvoll Cybersabotage sein kann. Wenngleich heute meist nur noch Fälle Aufsehen erregen, in denen Hacker Milliarden von Datensätzen rauben, mangelt es nicht an Warnungen an kleine und mittelständische Unternehmen. Die Piratenpartei wendet sich in diesem Zusammenhang grundsätzlich gegen Vorratsdatenspeicherung. So geht dessen Streichung beim IT-Sicherheitsgesetz auch auf das Engagement der Piratenpartei zurück. Darüber hinaus befürwortet die Piratenpartei die von der Bundesregierung angestrebte friedliche Ausrichtung der internationalen Cybersicherheitspolitik. Eine weitere Meldung vom 19. Dezember diesmal. Der NSA-Untersuchungsausschuss versucht ja seit März 2014, die Zusammenarbeit deutscher und amerikanischer Geheimdienste zu klären. Anfang Oktober 2014 ist klar, der für wirtschaftliche, politische und militärische Auslandsaufklärung zuständige Bundesnachrichtendienst hat während der Operation Iconal jahrelang auch Daten deutscher Staatsbürger an den US-Geheimdienst übermittelt. Mitte Dezember nun räumt ein Ex-BND-Abteilungsleiter ein, dass die Datenschutzrisiken bei Iconal größer waren als bislang zugegeben.
Faktisch sei das von der Deutschen Telekom angezapfte Material sehr grundrechtssensibel gewesen. Tatsächlich wird nun auch publik, dass der BND beim Abgreifen von Daten in Deutschland während der Operation Globe mit dem CIA zusammengearbeitet hat. Dabei ging es dem BND ausschließlich um das Abhören von Auslandstelefonaten zur Terrorismusabwehr. Eine Meldung vom 20. Dezember, die ist auch untergegangen. Vor Weihnachten kündigt US-Präsident Barack Obama als Reaktion auf einen Hackerangriff auf Sony Pictures behördliche Maßnahmen gegen Cyberangriffe an. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung eines satirischen Films waren Hacker von Guardians of Peace im November in Sonys Firmennetzwerk eingedrungen. Sie plünderten die Datenbestände und stellten Kopien ihrer internen Daten ins Netz, darunter E-Mails, Dokumente, Gehaltsangaben von Mitarbeitern, persönliche Informationen von Filmstars und mehrere Kinofilme. Tatsächlich bezeichnen Sicherheitsexperten den Hack als, Zitat, beispielloses Vorkommnis, Zitat Ende. Dem FBI zufolge steht Nordkorea hinter dem massiven Hack. Obama fordert, verstärkt Vorkehrungen gegen Cyberangriffe zu treffen. Wir haben noch nicht ganz Weihnachten erreicht und da trudelt Folgendes ein, aus Bayern diesmal. Am 22. Dezember zur weiträumigen Verkehrssteuerung im Autobahnnetz wird in München das Projekt D-Net Bayern von Bayerns Innenminister und Verkehrsminister Joachim Herrmann sowie der parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesverkehrsministerium Dorothee Bär vorgestellt. Mit der dynamischen Netzsteuerung Bayern werden künftig an 47 zentralen Knotenpunkten im bayerischen Autobahnnetz verkehrsabhängig gesteuerte Anzeigetafeln, die Autofahrer über Staus und Störungen auf der Strecke sowie Alternativrouten und den Reisezeitverlust informieren. Zur Ermittlung der Reisezeiten kommt an rund 100 Standorten laut Herrmann, Zitat, modernste Bluetooth-Technologie zum Einsatz, Zitat Ende. Und an neuralgischen Knotenpunkten werden Kennzeichen erfasst, Zitat, um die Akzeptanz von Alternativrouten und Steueralgorithmen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, Zitat Ende. Die Kennzeichenerfassung erfolgte mit einem Maximum an Anonymisierung und Datenschutz. Tatsächlich kommt die bayerische Praxis des massenhaften Erfassens von Nummernschildern zum Zwecke des Abgleichens von Fahndungsdateien in diesem Jahr erneut vor das Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverwaltungsgericht hatte das Kfz-Kennzeichen-Scanning im Herbst 2014 zwar für rechtmäßig erklärt, Hessen und Schleswig-Holstein kippten allerdings schon 2008 die dort geltenden Regeln, da sie Autofahrer in ihrem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verletzten. In Bayern werden im Auftrag der Polizei aktuell an 12 Standorten auf 30 Fahrspuren Kfz-Kennzeichen aufgenommen. Im Monat so rund 8 Millionen Fahrzeuge mit sogenannten Fahndungslisten automatisch abgeglichen. Nun, Weihnachten ist vorbei, dann geht es ein bisschen weiter. Aber vorher habe ich noch dies für euch. Am 25. und 26. Dezember, wir haben ja gerade von der Xbox gehört, die Online-Dienste von Sony, PlayStation und Microsofts Xbox sind am ersten Weihnachtstag nach einem Hackerangriff von Lizard Squad mittels DDoS-Attacke zeitweise unerreichbar. Ein ähnlicher Angriffsversuch auf den Anonymisierungsserver
Tor soll keine Auswirkungen auf Anonymität und Leistungsfähigkeit des Netzwerks gehabt haben. Tatsächlich läuft das PlayStation Network bis Jahresende nicht völlig rund. Die Cyberangriffe sollen gar als Werbung für das DDoS-Werkzeug der Hackergruppe gedient haben. Horrido. Die südkoreanische Staatsanwaltschaft, und da spanne ich auch ein bisschen wieder den Bogen zu dem, was Sie am Anfang gesagt haben, mit den Haushaltsgeräten. Die südkoreanische Staatsanwaltschaft lässt am zweiten Weihnachtstag das Hauptquartier von LG Electronics in Seoul und eine Fertigungsstätte in Changwon durchsuchen. Der Chef der LG Haushaltsgeräteabteilung wird von Samsung beschuldigt, zum Auftakt der IFA in Berlin eine elektronische Attacke gegen Waschmaschinen von Samsung veranlasst zu haben. Schöne neue Netzwelt. 29. Dezember. Nach Weihnachten wird durch einen Medienbericht bekannt, dass im Kanzleramt die Spionagesoftware Regin entdeckt wurde. Eine enge Mitarbeiterin von Bundeskanzlerin Angela Merkel habe die Spionagesoftware auf einem USB-Stick eingeschleppt. Tatsächlich wird der hochkomplexe Trojaner Sicherheitskreisen zufolge vom US-amerikanischen Geheimdienst NSA und vom britischen Geheimdienst JCHQ verwendet, und zwar um Informationen von Regierungen, Firmen und Forschungsinstituten zu stehlen. 30. Dezember, wir nähern uns dem Ende des Jahres. Ende Dezember gibt es allerdings auch einen kleinen Lichtblick, nämlich den Hacker-Kongress, den sogenannten. In Hannover, in Hamburg, wie einfach könnte es auch anders sein, in Hamburg wird festgestellt, dass es ziemlich einfach ist, gängige Biometriesysteme zum Identifizieren von Personen auszutricksen. Ob Fingerabdruck von Bundesministerin Ursula von der Leyen oder Iris-Abbild von Bundeskanzlerin Angela Merkel, inzwischen genügen eine gängige Digitalkamera und ein Bildbearbeitungsprogramm, um geeignete Attrappen herzustellen. Tatsächlich hilft dieser Chaos Communications Kongress der Hackergemeinde auch, ihre anderthalb Jahre dauernde Schockstarre zu überwinden, die sie beim offenbar werden der allumfassenden Überwachung durch die NSA und andere westliche Geheimdienste erlitt. Das ging auch uns so. Mit einem Besucherrekord von 10.000 zahlenden Teilnehmern, 202 Rednern und 122 Stunden Programm wird klar, dass Hacker im Mainstream angekommen sind und nun verstärkt in die Gesellschaft wirken müssen. Zwei Meldungen gebe ich noch. In Nürnberg, das ist der 2. Januar, betont Bayerns Innenminister wieder, Joachim Herrmann, das Anfang 2014 eingerichtete Cybercrime-Kompetenzzentrum im Bayerischen Landeskriminalamt und die flächendeckend bei der Kriminalpolizei eingerichteten Cybercrime-Einheiten haben sich außerordentlich bewährt. Bayern sei bundesweit Vorreiter bei den Cybercops. Das sind EDV-Spezialisten, die zu vollwertigen Polizisten ausgebildet sind. Tatsächlich liegt die Aufklärungsquote bei etwa 43%. Bei der Cyberkriminalität wird zudem von einem hohen Dunkelfeld ausgegangen. Um Internettäter aus der Anonymität herauszuholen, drängt Herrmann daher auf eine Mindestspeicherfrist von 3 Monaten. Er appelliert zudem an die Internetnutzer, sich mit Virenschutzprogrammen und Zugangskennung zu schützen. Zitat: Es ist nahezu unglaublich, mit welcher Naivität manch einer mit seinen Daten im Netz umgeht. Zitat Ende. Die Piratenpartei unterstützt die Förderung von Sicherheits- und Verschlüsselungstechnologien.
Darüber hinaus fordern die Piraten den staatlich geförderten Ausbau einer überwachungsresistenten IT-Struktur mittels freier Software und offener Standards sowie die gesetzliche Garantie für einen anonymen und pseudonymen Zugang zu Netzdiensten. Die Piratenpartei ist zudem seit Jahren aktiv und veranstaltet in der Fläche Kryptopartys. Die bayerischen Piraten werden 2015 diese Veranstaltungsreihe übrigens fortsetzen. Ich könnte noch einiges nennen. Ich führe nur noch einen Herrn auf, den Verdi-Chef Frank Psirske. Er mahnt am 3. Januar, im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt würden ganze Berufsfelder bedroht. Er warnt vor digital bedingter Arbeitslosigkeit, Jobabbau und digitaler Prekarisierung. Zitat: Für Rente und Auftragslosigkeit können die Betroffenen oft überhaupt keine Vorsorge treffen. Tatsächlich hat Mitte Mai 2014 der DGB-Bundeskongress in Berlin mit dem Verdi-Antrag Leitlinien für gute digitale Arbeit Maßnahmen formuliert, die der DGB zur Verbesserung digitaler Arbeit aus Sicht der Erwerbstätigen umsetzen will. Die Piratenpartei wird die weit verbreitete Skepsis gegenüber der Digitalisierung aufgreifen und ihre Antworten auf die tiefgreifenden Veränderungen der Arbeitswelt verstärkt kommunizieren müssen. Ich komme zum Schluss. Das übergreifende und der springende Punkt: In der Komplexität, der Dynamik, dem Unwissen, Ungewissen, das zu erfassen, das ist möglich. Und zwar mit einem adäquaten, reflektierten Begründungsrahmen. Dazu liefert die geeignete politische Strategie die Leitlinie für das Handeln nach innen und nach außen. Halten wir also fest: Wir Piraten sind uns der technischen, wirtschaftlichen und sozialen Chancen und Risiken der digitalen Revolution vollumfänglich bewusst. Wir Piraten können den digitalen Wandel politisch als Partei besser mitgestalten als zum Beispiel als Bürgerinitiative oder als Interessenverband. Wir Piraten halten eine werteorientierte und strategische Digitalpolitik für zwingend erforderlich, denn Digitalpolitik ist Zukunftspolitik. Digitalpolitik ist eine komplexe Querschnittsaufgabe mit vielen Dimensionen. Viele können sich hier wiederfinden, ob nun sozial ausgerichtet oder netzaffin ausgerichtet. Digitalpolitik mitzugestalten heißt, fokussiert einen klaren Kurs zu verfolgen. Und wir Piraten brauchen daher eine positive Zukunftsvision für die digital vernetzte Welt. Wir brauchen eine neuerliche und einen breiten Konsens und eine innerparteiliche Diskussion über die Zielrichtung unserer Digitalpolitik. Und wir Piraten brauchen den kritischen Diskurs, den gesellschaftlichen Dialog und die Auseinandersetzung mit den politischen Entscheidungsträgern. Nutzen wir die Aufbruchsstimmung, nutzen wir dieses Jahr, klar machen zum Ändern. Vielen Dank. In Anbetracht der Tatsache, dass die Landesmutter und ich in unserer unendlichen Weisheit uns überlegt haben, dass ihr den Kopf jetzt doch schon ziemlich voll haben werdet, machen wir jetzt mal Pause bis 20 vor.